Okay. Sonne im Stier. Sonne? Stier ist dieser Kopf. Das da oder was? Funktioniert denn das? Die Sonne ist da. Wenn ich jetzt hier klicke, ist die Sonne da. Ah, das geht so im Kreis. Okay. Scheiße. Ach, ich kann ja nur da oben ändern. Gott. Stier. Kann ich das da rüberbringen? Die Sonne im Stier. Ne, der Stier ist in der Sonne. Jetzt ist die Sonne im Stier. Sonne im Stier. Echt erstmal. Nur alle Seite kriegen. Venus fehlt. Was ist das? Mond in der Waage. Waage. Das Ding. Ich sehe keine Waage. Mond. 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 Mann, Frau. Venus? Venus ist die Frau. Venus im Stier. Sonne im Stier, Venus im Stier. Doch nur eine Sonne. Venus. Das ist mir. Meine Lisa noch da? Kann ich hier rum? Nee. Oh, OMG, hier hätte ich die Zeichen gehabt. Wollt mich doch verarschen, wollt ihr mich? Alles.
Kreis konnte ich zeichnen, damit ich das hinkriege. Toll. Das, was ich mir so umständlich gemacht habe, hätte ich also hier hinkriegen können. Super. Ja, Wup Wup, du bist noch da. Sehe es, glaube. Öffne deinen Geist, Otok. Vollkommen klar. Sehe es, ich sehe die richtige Lösung. Ich sehe sie. Zwei, vier, sechs, sieben. Zu langweilig? Soll ich ein anderes spielen? Nightmare from the Deep? Grauen aus der Tiefe? Lieber das? So, mehr ein bisschen Grim Tales, ne? Symbole meine, das ist ja... Das. Dann...
das müsste es sein. Muss ich es nur noch hinbekommen. Die ist warm. Ja. Bei uns geht's. Okay, wie kriege ich das jetzt hin? Das Ding. Von Merkur. Da hab ich's. Bam, Baby. So. Krebs verstärkt Mars den Wunsch, die Welt um uns herum zu kontrollieren. Frage kann er. Muss ich was benutzen? Die Aspekte, die von diesen Mann. Die Aspekte, die von diesen Linien dargestellt werden, zeigen die Verbindung der Planeten zueinander. Die Gradzahl bestimmt, um welchen Aspekt es sich handelt und ob er sich positiv oder negativ auf das gesamte Horoskop auswirkt. Im Falle Katharina von Medicis bedeutet die durchgehende Linie harmonische Aspekte, während die gepunkteten Linien für gespannte Aspekte stehen. Ah, okay, und weiter? Halte ich jetzt aus. Kapellen wir raus. Knipsen wir raus. Zoomen wir rein. Ist nicht. Bohnen.
13. April. Blicke ich nicht. Ja, wird so passen. Wird schon. Hab's Rätsel gelöst. Ich hab's Rätsel schon gelöst. Daddy, Daddy! Wegen des Horoskops. Ich denke, ich bin fertig. Ich war sicher, dass du das gut meisterst. Du hattest dafür schon immer eine Begabung. Aber vergiss nicht, die Schwierigkeit besteht oft in der Interpretation eines Horoskops und besonders, wie du es dem Betreffenden präsentierst. Die Sterne geben uns Orientierungen, Tendenzen, aber sie sagen nie eine bestimmte, unveränderliche Zukunft vorher. Auf jeden Fall freue ich mich, dass du die Grundlagen der Astrologie behalten hast, die ich dich lehrte. Aber da du nun deine Grundlagen überprüft hast und dich wie dein Bruder kleiden kannst, musst du lernen, wie er zu reden. Zunächst einmal muss deine Stimme die richtige Tonlage haben. Dann achte darauf, was du sagst. César würde vielleicht anders antworten als du. In Ordnung. Versuchen wir es. Sag etwas. Irgendetwas, um zu sehen, wie du deine Stimme einsetzt. Ich heiße César. Ich komme im Auftrag meines Vaters Nostradamus. Nun, gut, dass wir diese kleine Übung gemacht haben. Du bist keinesfalls bereit. Versuch es erneut. Ton. Tonklangfarbe. Weiß ich denn, wie der Junge. Ich heiße César. Ich komme im Auftrag meines Vaters, Nostradamus. Nun, gut, dass wir diese kleine Übung gemacht haben. Du bist keinesfalls bereit. Versuch es erneut. Ich heiße César. Ich komme im Auftrag meines Vaters, Nostradamus. Nun, gut, dass wir diese kleine Übung gemacht haben. Du könntest mir ja... keinesfalls bereit. Versuch es erneut. Ich hab doch keine Ahnung, wie mein Scheißbruder klingt. Ich heiße César. Ich komme im Auftrag meines Vaters Nostradamus. Nun, gut, dass wir diese kleine Übung gemacht haben. Du bist keinesfalls bereit. Versuch es erneut. Willst du wirklich eine Pause machen? Nein! Nein, machen wir weiter. Sag etwas. Irgendetwas, um zu sehen, wie du deine Stimme einsetzt. Das hier drüben. Okay, ich mache einfach mal alle hoch. Etwas. Irgendwas. Ausgezeichnet! Du beherrschst die Ausdrucksweise deines Bruders perfekt. Doch du musst noch stärker an der Stimme arbeiten. Versuch es erneut. Irgendetwas. Nein. Irgendwas. Noch nicht ganz. Irgendwas. Nein. Sag nicht so nein. Irgendetwas. Perfekt. Du hast es. Machen wir einen kleinen Wissenstest. Achte ebenso sehr auf deine Stimme wie auf die Antwort. Was ist das erste Sternzeichen? Widder. Perfekt. Welches Sternzeichen herrscht über das Herz? Hä? Das ist nicht dein Ernst. Steinbock, ne, Widder. Steinbock. Widder, Steinbock. Jungfrau war... Der Schütze war zu weit unten. Der Stier war am Nacken.
Mann, die Jungfrau. Jungfrau oder Löwe? Mann, die Jungfrau. Ich glaube, es war der Löwe. War es die Jungfrau? Fische waren bei den Füßen. Beine waren. Ich glaube, es war der Löwe. Bin mir aber absolut nicht sicher. Ich glaube, der Löwe. Löwe. Perfekt. Was wird oft zur Vermeidung von Ansteckung eingesetzt? Alkohol. Nein, doch dein Tonfall stimmt. Wie bestimmt man das Sternzeichen einer Person? Aufgrund der Position der Sonne? Hilfe! Hilfe! Kann ich die Frage nochmal hören? Willst du wirklich eine Pause machen? Nein. Machen wir weiter. Wie bestimmt man das Sternzeichen einer Person? Wie bestimmt man das Sternzeichen einer Person? Lisa. Hilf mir. Lisa? Ich glaube Sonne. Ich denke, ich nehme Sonne. Ich nehme Sonne. Keine Ahnung, Sonne. Aufgrund der Position der Sonne zum Zeitpunkt ihrer Geburt. Das stimmt genau. Aber wir müssen in diesem Zusammenhang mit Veränderungen rechnen, da sich unser Kalender vor Ende dieses Jahrhunderts ändern wird. Was meint ihr? Er ist nicht genau genug. Ich denke, unser Berechnungssystem wird sich ändern. Und nach meinen Voraussagen werden wir auch 10 Tage streichen, sodass Ostern wieder auf den 21. April fällt, so wie vor langer Zeit. Oh, das ändert nicht viel. Doch die Sternzeichen werden um 10 Tage verschoben. Also wäre jemand wie Katharina von Medici, die am 13. April geboren ist, kein Stier mehr, sondern ein Widder? Genau, in Ordnung.
Machen wir mit dem Test weiter. Du hast mich noch nicht davon überzeugt, dass du für dieses seltsame Abenteuer bereit bist. Welches sehr seltene Tierprodukt schwimmt zuerst im Meer, ehe es in die Hände von Apothekern gelangt? Wer soll ich denn sowas wissen? Ich weiß nicht mal, was Ambra ist. Keiner hilft mir. Moschus, das war doch irgendein Parfüm, oder? Bernstein ist es nicht. Moschus, das war das nicht irgendwas? Ambra. Genau. Ambra ist eine Ausscheidung des Pottwals, die für gut 10 Jahre im Meer gereinigt wird, ehe es verwendet werden kann. Es hat nichts mit Bernstein zu tun, das aus dem Harz von Bäumen entsteht. Ich fürchte, du bist der Aufgabe nicht gewachsen. Hey, ich hab doch richtig geantwortet. Ich werde mein Bestes tun. Zumindest ahmst du die Stimme deines Bruders gut nach. Das spricht für dich. Was hältst du von der Theorie, die die Sonne in das Zentrum des Universums stellt? Willst du irgendeine Pause machen? Nein, machen wir weiter. Was hältst du von der Theorie, die die Sonne in das Zentrum des Universums stellt? Um ehrlich zu sein, hängt es davon ab, wer mich fragt. Es ist eine schwere Zeit für neue Ideen. Du hast vollkommen recht. Was auch deine Meinung ist, sei lieber vorsichtig. Leider wird man heutzutage schnell für ketzerisch gehalten. Sehr gut, junge Dame. Gut gemacht. Nun sollte ich dir zeigen, wie du deinen Anzug perfektionierst. Morgen früh gehst du zum Schloss, um die Königin aufzusuchen, und ich will sicher sein, dass alles perfekt ist. Vater, du entlässt mich in die große Welt. Allein? Bin ich wirklich bereit dazu? Seit langem nicht mehr so gebebt. Das ist kein gutes Omen. Na, dann gehen wir hier weg. Lass uns laufen. Gehen wir hier lang. Ach. Das? Achso, Blau. Mm-hmm.
Da geht's gar nicht hin. Auch nicht hin. Da geht's durch. Guten Tag. Ich habe hier ein kaputtes Gerät. Dieses Teil ist zu beschädigt. Ich sollte zur Bearbeitung lieber ein anderes suchen. Eine Magie mal. Tag. Was ist denn? Sei gegrüßt, Schmied. Ich bin es, César de Notre Dame. Ich muss einen Teil an der Brotknetmaschine meiner Mutter richten. Darf ich deine Schmiede benutzen? Aber sicher, junger Mann. Doch ihr müsst euch selbst behelfen. Seit die Pest unser Dorf heimgesucht hat, halte ich mich lieber von allen fern. Das ist eine kluge Entscheidung. Ja, doch bald werden wir nichts mehr zu essen haben. Wenn ihr die Brotknetmaschine repariert habt, nehme ich gern ein kleines Brot an. Meine Frau und Kinder haben leere Bäuche. Kein Problem. Haben wir da ein Seil? Wie viele Seile braucht man denn? Habe ich jetzt hier? Teilstück. Das Metall ist noch nicht heiß genug zum Schmieden. Ich Holz her? Enden hier? Ah. Perfekt. Nun muss ich nur noch das Metall kühlen und es ist fertig. Ja, dann nimm das Ding doch. Hallo? Klopp doch rum. Ja, nimm doch das Ding. Oh. Diese Zange brauche ich nicht mehr. Oh. In der Tower ist auch da. Oh, hier. Hier. Also Mehl. Mehl. Sein. Ich kann ja gar nicht schön das. Ach, ernst? Salz und die. Jetzt muss ich ihn ruhen lassen. Jetzt muss ich ihn ruhen lassen. Noch nicht. Noch nicht. Ja,
Oh, oh. Wir haben Brot. Ich habe Brot gemacht. Ja? Ich habe dir etwas Brot gebracht. Ich danke euch vielmals. Was? Problem. Dahin. Glück ist es hier nicht groß. Ah! Wer bist du? Guten Tag, der Herr. Ich bin hier, um Ihre Majestät Katharina von Medici zu sprechen. Tretet ein. Ihre Majestät erwartet euch. Tretet ein. Ja, will ich nicht. Will ich nicht. Will ich nicht ein. Komm ich nicht rin. Komm ich nicht rin. Ihre Majestät erwartet mich, doch ich weiß nicht, wo ich sie finden kann. Hinter euch. Geht weiter bis zum großen Salon und dann weiter auf der rechten Seite. Aha. Vielen Dank. Guten Tag. Tretet ein. Eure Majestät? César de Nostradame, ich bin erfreut, euch zu sehen. Euer Vater muss euch äußerst schätzen, um euch hierher zu entsenden. Er hat euch sicherlich berichtet, wie schwer ich zufriedenzustellen bin. Ruhig. Ihr irrt, Eure Majestät. Sowas hätte er niemals gesagt. Fürchtet euch nicht, offen zu sein, mein Junge. Wenn wir allein sind, erwarte ich, dass ihr sagt, was ihr meint. Ich brauche jemanden, dem ich vertrauen kann, nicht noch einen Heuchler. Laut Chavigny ist euer Vater der Autor dieses Vierzeilers. Doch als ich mit ihm davon sprach, konnte er sich nicht erinnern. Es scheint nun, als wären diese Verse wahr. Ich muss wissen, wie diese Geschichte endet und ob sich ein Unglück abwenden lässt. Ein Schreiber ist mit mir von Moulin hergereist. Er hat alle tragischen Geschehnisse aufgezeichnet, die sich in den letzten Tagen ereignet haben. Er hat den Befehl, alle Informationen an euch weiterzugeben, die ihr als nützlich erachtet. Er wartet nebenan auf euch. Sehr wohl, Eure Majestät. Ich werde mein Bestes tun, um dieses Rätsel zu lösen.